Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Mario Land 2, 6 coolen Coins. Und wir werden heute, glaube ich, zu den Schweinchen gehen, aber ich habe beim Schnitt in der letzten Folge noch gesehen, dass hier in der allerersten Map, wenn man hier ein bisschen rumfliegt, nämlich noch ein Pfeil war. Den habe ich auch markiert im Video und ich möchte einfach mal gucken, ob bei dem Pfeil vielleicht noch irgendein Secret ist. Deswegen fliege ich da jetzt kurz hin und dann, guck, hier ist nämlich der Pfeil und wir schauen jetzt einfach mal, was hier oben ist. Gar nichts. Hä? Doch, hier ist bestimmt unsichtbarer Block. I knew it. Okay, was waren das jetzt? Waren das 50 Münzen oder sowas? Ich habe gar keine Ahnung. Ach, es war bestimmt irgendwas richtig Gutes. Jetzt ist die Frage, ist das in diesem Spiel so, dass man den Level auch abschließen muss für irgendwas? Komm, wir gehen mal den Loser Way, ist ja egal. Um das Geld zu behalten, oder kann man auch rausgehen? Und behält dann... Oh. Leute, wir sind woanders rausgekommen. Aha, wir sind jetzt nicht beim Mond rausgekommen, sondern wir sind aus dieser Röhre rausgekommen. Oh. Das heißt, es ist doch wichtig, dass man nach oben reingeht, wenn man irgendwo hin will. Na gut, aber wir machen heute das Schweinchen-Dilemma hier. Denn das ist der einzige Boss, hatte ich ja jetzt schon mehrmals erwähnt, den ich von diesem Spiel eigentlich nur noch kannte. So vom Gedächtnis her. Von meinem Gedächtnis her, Leute. Und deswegen machen wir den jetzt heute. Ich glaube, das ist deswegen auch mein Lieblingsboss. Also der ist mir auf jeden Fall im Gedächtnis geblieben. Vielleicht, weil ich ihn tausendmal gemacht habe als Kind. Oder wegen irgendwas anderem, ich weiß es nicht. Und dieses Level kann ich mich zum Beispiel nämlich gar nicht erinnern. Oh, okay, eine One-Way-Röhre anscheinend. Und wir sind in irgendeinem... Weiß ich nicht, was ist das hier? Ein Untergrundbau? Ein Ameisenbau? Oh, will ich das? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich behalte meine Blume. Ich glaube, damit bin ich ganz glücklich. Okay, da hatte ich ganz kurz Angst. An das hier erinnere ich mich vielleicht doch schon. Aber was soll das denn darstellen? Ich dachte, das hier wäre irgendwie eine Scheune oder sowas. Vielleicht sind wir ganz unten in der Scheune drin und da wohnen halt, also im Untergrund, da wohnen halt die ganzen Ameisen und machen quasi das Fundament des Hauses kaputt. Das kann natürlich sein. Aber ganz sicher bin ich mir da nicht. Hä, wieso sind hier denn überall diese Karotten? Also Karotten schön und gut, aber mit denen wird man doch schwach, oder nicht? Uah, da muss man auch richtig abspringen, ist ja krass. So, ja, diese Folge wird auch wieder richtig spät kommen. Ich kann ja mal sagen, wie spät es jetzt gerade ist. Es ist 10:30. Das heißt, diese Folge wird so um 1 Uhr kommen oder sowas am nächsten Tag. Ist halt so, Leute, ist halt so. Ich habe heute einen Chiller-Tag gemacht. Ja, die letzten Tage waren auch schon mehr oder weniger Chiller-Tag, aber heute habe ich halt nicht mal was für die Schule gemacht und so. Die anderen Tage habe ich wenigstens was für die Schule gemacht. Aber heute nicht. Dafür, Leute, habe ich euch ja im letzten Part erzählt, dass ich TFT-süchtig bin. Und ich bin aber inzwischen schon Gold 3 oder so, vielleicht auch Gold 2. Keine Ahnung, was ich hier haben will. Ich nehme einfach mal irgendwas. Eigentlich möchte ich, ja. Ich glaube, das war schon das Beste, weil ich möchte ja meine Blume behalten. Ja, also Gold 2 und mein Ziel ist ja nur Platin. Heißt, eventuell will ich das bald nicht mehr weiterspielen. Und da kam ein sehr berechtigter Einwand. Guck mal, jetzt sind wir auch am ja, oben halt. Hier sind Blumen in Blumentöpfen, das ist sehr schön. Wir sind jetzt quasi beim Rasen. Eben waren wir noch im Untergrund, jetzt sind wir im Rasen. Und dann laufen wir jetzt anscheinend gleich in die Scheune rein. Guck mal, richtige Story hier. Es gab einen Einwand in den Kommentaren von dem PSI, warum ich denn ein Spiel aufhöre, wenn ich da sehr gut drinne bin. Und das ist natürlich ganz einfach, Leute. Ich höre Spiele auf, also es ist nicht nur bei Spielen, so ist es eigentlich bei allem sowas in meinem Leben so passiert. Wenn ich irgendwo gut drinne bin, dann ist das halt so, dass man natürlich nicht mehr den richtig krassen Fortschritt macht. Also wenn du schon irgendwo so gut drinne bist, dass halt die Fortschritte, die du machst, nur relativ gering sind. Weil am Anfang, wenn man was Neues lernt, lernt man doch sehr schnell. Und dann alles, was danach kommt, dauert halt immer seine Zeit. Ey, ein Stern? Krasser Scheiß. Ja. Und ich brauche diese kleinen Erfolgserlebnisse, Leute. Das versteht ihr doch, oder? Das habt ihr bestimmt auch. Deswegen, wenn ich irgendwo gut drinne bin, dann spiele ich es vielleicht noch ein bisschen. Achso, mit den Häschenohren konnte man keine Spinner-Tage machen, ne? Okay. Und ich spiele es auch immer mal wieder, so zum Spaß haben. Aber so richtig süchtig bin ich halt wirklich nur nach Sachen, wenn ich merke, jo, da kann ich noch besser drinne werden. Und da habe ich meine Erfolgserlebnisse. Egal, ob die klein oder groß sind, Hauptsache sie sind da. Aber wenn man halt schon richtig gut in irgendwas ist, dann sind diese Erfolgserlebnisse immer seltener. Und ja, das ist so meine Erklärung, glaube ich. Weiß ich auch nicht so genau. Ich weiß auch noch nicht, was diese Fliegen genau wollen von mir. Kann man die irgendwann treffen? Sollen die mir einfach nur irgendwas anzeigen? Keine Ahnung. Irgendwas haben die bestimmt für eine Bedeutung. Ja! Boop! Ach nee, es gab sogar zwei Ziele bei der einen Map. Und in diesem Fall wie jetzt
kriegen. Okay, wir kriegen was Falsches. Oh, dies will ich nicht. Kann ich bitte schnell wieder raus? Nein, ich will das nicht. Verdammt. In dem Fall jetzt ist irgendwas anderes. Ich weiß nicht mehr, was ich gesagt habe, Leute. Ey, haben wir schon mal einen Koopa hier gesehen? Alter, hier die richtigen Mario-Gegner. Ein Goomba, ein Koopa. Ist ja richtig gut. Oh ja, und wie ich eben schon gesagt habe, jetzt sind wir einfach... will ich eigentlich gar nicht haben, ne? Na, egal. Jetzt sind wir in der Scheune drin. Das ist wirklich so eine richtige Story hier. Finde ich nice. Finde ich nice. Kriegt sogar noch mein Gehirn hin, obwohl... Ah, lol. Obwohl es zu spät ist. Kann sein, dass mein Kommentar jetzt ganz anders ist, weil wieder spät und müde und keine Ahnung. Huh, pow. Aber ja. Und nochmal zu TFT. Das Format hier geht jetzt einfach... Wird einfach zu einem TFT-Format. Da brauche ich eine Feuerblume für. Kann ich hier vielleicht durch? Tatsache, Abkürzung. Abkürzung ist ja wie am Flughafen hier. Da sind doch auch immer diese Rolltreppen, die einfach nur auf dem Boden rumgammeln. Alter. Okay, die killen wir alle. Da holen wir uns aber locker flockig ein paar Punkte mindestens. Wenn nicht sogar ein Lebensupgrade. Ja, zwei Leben. Geil, also hier kann man Leben farmen. Es wird auf jeden Fall noch ein TFT-Video kommen. Ich habe auch eben schon überlegt, ob ich statt Super Mario eine Runde TFT aufnehmen soll. Aber dann ist mir eingefallen, jo, nee, du bist voll müde. Und bei TFT muss man halt doch irgendwie schon konzentriert sein. Mehr oder weniger. Aber es kommt auf jeden Fall noch was, Leute. Ein Video dazu kommt auf jeden Fall. Für die Leute, die es interessiert. Denn mindestens eine Person meinte, kommt man da vielleicht oben hin? Dass er interessiert wäre an einem TFT-Video auf jeden Fall. Okay, also man kommt hier hin. Ist ja vielleicht noch ein Block. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass hier einfach nur... Hallo? Hier ist wirklich gar nichts? Nicht mal ein Geheimraum oder so? Einfach nur, damit man an die Dings da rankommt. Lol, okay. Ist ja super lame. Warum ist hier Feuer? Es brennt! Es brennt! Oh, komm mal, jetzt gehen wir nämlich in den roten Bereich rein. Alter, die Koopas funktionieren hier sogar richtig. Alter, krass. Ich hätte auch nicht gedacht, dass es schon diesen ganzen Kram hier gibt. Also diese ganzen Mario-Dinger, die man halt auch aus dem neuen Mario kennt. Ein geflügelter Goomba und so sind schon voll alt. Hätte alles nicht gedacht. So, was will ich? Ich glaube, ich will eine Blume. Das war richtig schlecht. Die Blume war nicht mehr auf dem Bild. Bam, bam, bam. Aber Leben nehme ich auch immer mit. Ich habe nämlich immer noch die Befürchtung, dass man das ganze Spiel nochmal neu machen muss. Oder zumindest die Zone, wenn man einmal verkackt. So, wir sind jetzt... Wo sind wir denn jetzt? Jetzt sind wir oben im Stuhl drin, oder was? Im Stuhl, sage ich schon. Ihr wisst, was ich meine. Oben im... Yo, was? Hexe? Die wollte mir den Pilz klauen, oder was? Okay. Sehr interessant. Das sind auf jeden Fall viele Bücher. Doch, das sieht mir für mich so aus, als wenn wir jetzt einfach... Was ist das denn hier schon wieder? Nö, da sind Stacheln. Das lassen wir. Wie nennt man denn das? Oben. Wo immer die Geister sind und so. Okay, geil. Ich bin extra einmal rumgelaufen, um trotzdem in die Stacheln reinzulaufen. Dachboden. Ja. Der Boden beim Dach. Oder so. Ja, Manni. So, jetzt achten wir mal. Ja, das sind 50 Münzen. Habe ich mir fast gedacht. Ein großer Wario. Sack voll Gold. Ja, geil. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht goldsüchtig werden, weil sonst können wir keine andere Liebe mehr an uns reinlassen. Ja, Leute, ich hab Christmas Carol im Englischen gelesen. Das war gerade dran. Da habe ich auch meine letzte Arbeit drüber geschrieben. Und da ging es darum, dass der Dude das Gold lieber gemocht hat, also das Geld, Gold, was auch immer, als seine Frau. Und deswegen hat seine Frau ihn verlassen und alles ganz toll. Lest alle A Christmas Carol. Das ist diese Geschichte mit den drei Geistern, die diesen einen Typen aufsuchen an Weihnachten und ihm sagen, yo, du bist voll blöd, mach mal seine Sachen besser. So, jetzt kommen die drei Schweinchen, wenn ich mich recht erinnere. Oder auch nicht? Nö. Hä? Hier ist einfach nicht die... Okay. Dann, au! Dann macht das auch Sinn. Hier ist einfach überall Ungeziefer. Ach du Scheiße. Die hat mich ja richtig gefickt. Richtig kaputt gemacht. Vergesst, was ich eben gesagt habe. Was muss ich hier nochmal alles machen? Also an die Maus erinnere ich mich auf jeden Fall auch nicht. Ich dachte, hier gibt es die Schweinchen. Weil die Schweinchen haben auch so ein Haus. Und ich denke einfach mal, es ist random, wo sie rauskommt. Oder denkt ihr, das ist immer gleich? Also hier bin ich auf jeden Fall safe. Ich warte jetzt, bis sie hierher kommt. Hilfe. Und dann spring. So, okay. Das ist doch ein Witz, dass mich hier so eine blöde Maus einfach killt. So, komm her. Einmal getroffen. Wow, neuer Rekord. Ist ja schwerer als Dark Souls hier. Diese Bosse hier sind richtig krass. Aber an die Maus kann ich mich auch nicht dran erinnern. Aber sie sieht sehr böse aus mit ihren komischen Stacheln vorne dran.
Und RIP. Okay, war aber auch nicht so schwer. Ja! I'm the very best. Like no one ever was. So, geht der jetzt auch oben links hin? Ja, Tatsache. Also entweder ich mache das hier nach der richtigen Reihenfolge, wie man es machen soll. Oder aber die Münzen gehen da immer richtig rein. Tja, das war das Häuschen, das von sehr viel Ungeziefer von oben bis unten voll war. Unten ganz Ameisen, dann irgendwie Pilze, keine Ahnung. Und oben war dann der böse Maus. Und wir wurden auch irgendwie klein. Gut, beim nächsten Mal will ich dann eigentlich mal gegen die Schweinchen kämpfen. Ich glaube zumindest, die waren in diesem Spiel. Keine Ahnung, Leute, irgendwie mussten die ja sein. Ah ja, das war's dann mit dieser kleinen Folge. Ich hoffe, sie hat euch Spaß gemacht, auch wenn die jetzt so spät kam. Aber es ist ja Wochenende, nicht wahr? Und dann bis zum nächsten Mal und tschüss.